Hallo, ihr Hübschen, ich habe was gewonnen. Ja, ich habe bei einem, sag ich mal, ich habe einfach bei, sag ich mal, beim YouTube-Kanal, viele oder so wie ich verlose sozusagen oder verschenke meine Bücher und andere verlosen, was weiß ich was für Boxen oder sonst was. Und ich habe aber bei Lethargic Mom, also bei der lieben Conny, habe ich sozusagen mitgemacht bei so kleinen Sachen, die sie halt sozusagen verschenkt, verlost hat. Das hat ihre Mutter, glaube ich, gehäkelt, ne? Das ist also eine Lesemaus. Und da ich sozusagen gerade gerne lese und auch was mit Büchern zu tun habe, so überhaupt jetzt mit den ganzen, was ich euch hier so vorstelle, finde ich diese kleine Maus mal gar nicht mal so schlecht, Leute. Ehrlich, und ich habe mir das ja auch, Dankeschön erstmal, ich habe mir das wirklich so ein bisschen insgeheim gewünscht, dass ich dabei bin und dieses kleine Mäuschen hier gewinne oder überhaupt bekomme, weil passt einfach zu meiner ganzen lieben Bücherecke, denke ich mal. Und nicht nur denke ich, sondern weiß ich. Und ich werde dieses kleine Mäuslein in Zukunft wahrscheinlich öfters dann... Irgendwas fällt hier durch die Gegend. Ob es vielleicht vom Nachbarn ist oder von mir, kann ich es nicht sagen. Aber mein Hund ist aufgeschreckt, weil es geknallt hat. Erstmal das dazu. So ein bisschen. Auf jeden Fall ist es eine kleine Maus, eine süße kleine Maus. Eine Schnickelchen, eine schöne, schöne Büchermaus. So. Und da wollte ich mich einfach nur mal kurz bedanken für... Passt auch ein bisschen zu mir, so zu dem. Ja, so viel dazu. Ich werde dann also jetzt schön weiterlesen mit meiner Büchermaus. Ich habe ja noch einige Bücher hier liegen. Und habe demnächst Spaß. Und mein Hund, der hatte auch gerade Spaß. Der ist gerade aufgesprungen hier. Ja, der ist hier. Und denkt sich hier, oh, das Mäuschen können wir uns fangen. Nee, Schatzi Putzi, das ist kein richtiges Mäuschen. Und wir fangen auch gar keine Mäuse. Er leckt sich schon die Zunge, Leute. Na, das ist auch kein Spielzeug für Hunde. Nein, nein, nein. Oh, wundervoll. So. Ich stecke die dann erstmal weg, bevor mein Hund sie jetzt gleich riecht. Oh, der kommt jetzt von der anderen Seite. Hilfe! Ja, komm her. So, da ist er. Vorsichtig. Oh, Jacko. Setz dich hin. So. Dankeschön nochmal, Conny. Und deine Mama auch ein Danke. Wir wünschen eine schöne Zeit, wir zwei. Und lasst es euch gut gehen. Tschüss.